Die Porzellanmanufaktur Fürstenberg wurde 1747 von Herzog Karl I. von Braunschweig gegründet und ist seitdem unverändert seit 275 Jahren dabei, hochwertiges Porzellan zu produzieren. Wir arbeiten heute mit etwas weniger als 100 Mitarbeitern hier am Standort, aber es sind hochqualifizierte Spezialisten, die das Handwerk perfekt beherrschen, um die Produkte, die wir heutzutage produzieren, wirklich qualitätsvoll herstellen zu können. Der Werkstoff Porzellan ist eine echte Diva. Es gilt, darauf Rücksicht zu nehmen, wenn man sich dem Porzellan verschrieben hat. Als Michael Sieger 2005 zu uns kam, hat er uns herausgefordert. Er hat uns herausgefordert, Dinge anders zu sehen und auch anders zu realisieren. Wir mussten uns beschäftigen mit eben einem sehr dünnen Scherben. Wir mussten uns damit beschäftigen, dass es eine hohe Funktionalität der einzelnen Teile untereinander gibt. Das heißt, sie mussten passen. Passgenauigkeit ist etwas sehr Schwieriges zu erzielen. Wir mussten Golde in sehr großer Fläche verarbeiten. Auch das war eine echte Herausforderung. Am Beispiel des Champagnerbechers kann man das gut erkennen. Ungewöhnliche Artikel, letztendlich, wie ich finde, sehr schön gelöst und heute ein wesentlicher Bestandteil dessen, was wir hier in der Manufaktur Tag aus Tag ein produzieren. Ja, neue Produkte entwickeln macht immer dann Spaß, wenn man einen richtigen Partner gefunden hat, der nicht nur die Dinge übernimmt, sondern das auch mit uns diskutiert, mit dem man ringt. Und das haben wir hier im Team gefunden und das hat eine Menge Spaß gemacht und, glaube ich, ein tolles Ergebnis realisiert. Und ich weiß, dass Herr Hofmann, unser Produktionsleiter, da schon sich häufig mal die Haare gerauft hat. Am Ende war es so, dass alle total begeistert waren vom Ergebnis und wirklich stolz waren auf das, was dabei rausgekommen ist. Und wenn man auf der Suche nach etwas Besonderem ist, dann braucht man nun mal hierher zu schauen. Und ich bin fasziniert davon, mit welcher Extravaganz wir oder Sie auf die Idee gekommen sind, einen Weinbecher zu gestalten, der eben schaukelt. Jetzt gerade ist natürlich unser neuester Dekor Paraíso ganz oben auf der Liste, weil die Entwicklung braucht Zeit, aber die Umsetzung und die Produktion natürlich. Und wenn man dann jetzt endlich ein finales Ergebnis in den Händen halten darf und sieht, wie schön dann die verschiedenen Facetten, die verschiedenen Tiefen kommen, meine Lieblingsblume taucht entsprechend auf. Das freut mich natürlich sehr und ja, von daher sind wir jetzt sehr gespannt, wie die Reaktionen am Markt sind. Und wie wir mal My China wieder ganz neu eingekleidet haben. Das ist auch das, was mich fasziniert, die verschiedenen Dekorwelten auf My China. Eine Form, die ja im Grunde gleich ist und dann durch verschiedene Dekors lebt. Toll. Ich glaube, wir teilen die hohen Ansprüche, die hohen Qualitätsansprüche und wir spornen uns da schon gegenseitig an.